Einen wunderschönen guten Abend, ich begrüße euch bei Kreuzzug 2020 in unserer Auf dem Maltisch-Reihe. Heute schon die Folge 4. Wir sind bei den ersten bemalten 600 Punkten unseres Armeeprojektes angelangt und dazu werden wir euch heute einige tolle Beiträge zeigen. Unser Projekt nochmal ganz kurz zusammengefasst: Im Rahmen unseres YouTube-Kanals wollten wir gerne zwei weitere Chaos-Fraktionen ins Leben rufen und haben uns da also dann überlegt, wir werden im Laufe des Jahres dieses Armeeprojekt starten. Dem haben sich noch andere Hobbyisten angeschlossen, auch einige von euch Zuschauern, was uns tierisch gefreut hat und uns ganz stolz gemacht hat. Wir haben da auch immer mal reingeschaut. Ich habe da also mal Lesezeichen gemacht, wenn es da irgendwas zu schauen, zu gucken gab, bei Instagram oder auch entsprechend auf den Webseiten. Aber der Plan ist also ungebrochen. Wir wollen im Laufe des Jahres 2022 pro Nase eine 1500 Punkte starke Armee zusammenstellen und wir werden versuchen, das mit monatlichen Updates euch so ein wenig mitzuteilen und zu zeigen. Wie ihr gesehen habt, gelang es im letzten Monat nicht. In diesem Monat wird es wahrscheinlich auch wieder nicht hundertprozentig gelingen. Ja, das liegt einfach daran, dass Real Life kommt manchmal doch dazwischen. Der Sommer, Urlaub, Familie, andere Freizeitaktivitäten oder auch die Krankheit. Ich war jetzt auch zuletzt ein wenig angeschlagen, kann dieses Video auch nur heute aufnehmen. Hätte das in den letzten 14 Tagen auch nicht machen können. Ich hoffe, meine Stimme macht wieder einigermaßen mit. Und das bitte ich also zu entschuldigen. Wir werden uns dennoch Mühe geben, dass wir das alle natürlich fertigstellen im Dezember. Und dann werden wir euch sicherlich ganz tolle Armeen zeigen können. Ich habe die Nightlords heute natürlich wieder am Start, meine Chaos-Armee, mein Armeeprojekt 1500. Und heute gibt es also die nächsten 200 Punkte ungefähr. Ich kann es also gar nicht genau sagen, denn Battlescribe ist noch nicht wirklich geupdatet. Aber dazu später mehr. Es geht erstmal um die coolen Jump-Pack-Boys hier vorne. Das sind die Raptoren, sozusagen Chaos Space Marines mit Jump-Pack, so ein bisschen nahkampflastig, natürlich mit Kettenschwert-Boltpistole. Astartes Chainsword hat ja eine super tolle Sonderregel jetzt mit dem DS. Ich denke, das kommt den Boys sehr zugute. Und darüber hinaus habe ich zweimal die Meltagun gewählt und ja, das ist ein wenig schwierig. Der Sergeant, der Aspiring Champion, der trägt also hier noch eine E-Klaue und einen Kombi-Melter, wie man erkennt. Das ist natürlich nicht mehr konform mit dem neuen Codex, wie ihr sicherlich wisst. Ja, das Problem ist, ich habe meine Armee jetzt größtenteils schon gebaut und geklebt und grundiert und teilbemalt und ganz bemalt. Und ich möchte das jetzt ehrlich gesagt nicht zerrupfen. Also das finde ich ein bisschen schade. Hätte ich ehrlich gesagt auch in dem Ausmaße nicht erwartet. Ich will das Fass jetzt gar nicht aufmachen. Prinzipiell ist das ja eine gute Entscheidung, die Optionen so zu limitieren, wie es die Gussrahmen auch zulassen. Ja, für mich ist es halt ein bisschen schade, weil ich die Modelle jetzt zerreißen muss. Ne? So ein bisschen hier und da einen Arm abknipsen. Also die Klaue wird natürlich bleiben, da müsste ich den ganzen Arm abreißen. Also da hört bei mir die Liebe zum Detail dann mittlerweile auch auf. Dafür habe ich das einfach zu oft mitgemacht. Ich werde nicht über jedes Stöckchen springen, was GW mir da hinhält. Das muss dann irgendjemand in England tun. Aber ich denke, den Kombi-Melter, den werde ich dann wohl durch eine Plasmapistole ersetzen, um so ein wenig Punch zu haben. Und ja, ich denke, ansonsten werden die Boys genauso bleiben, wie sie sind. Ich finde, sie sind ziemlich cool. Mir gefallen die sehr gut. Ich habe sie jetzt so ausgerüstet, wie das bei den Blood Angels mehr oder weniger immer der Fall bei mir ist oder war zumindest, als ich viele Sturmtruppen spielte. Und die waren eigentlich immer sehr solide. Hier ist es so, es ist ein 10-Mann-Trupp und der kostet jetzt punktemäßig relativ viel. Wie ich sagte, Battlescribe funktioniert natürlich noch nicht, obwohl es eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Aber ich habe Battlescribe parallel geöffnet, sowohl bei dem Leviathan wie auch jetzt hier bei den Raptoren lässt sich also die Auswahl nicht vernünftig treffen. Da geschehen also Fehler, die man sofort sieht. Und Battlescribe sagt mir aktuell, dass dieser Trupp, und damit habe ich sozusagen die Spezialbewaffnung des Aspiring Champions dann ausgespart, 272 Punkte kosten würde. Damit bin ich aber auch bei einem Marine zu viel, denn man kann also nicht die 10 Modelle auswählen. Das ist also äußerst eigenartig, aber gut, so ist es. Dennoch denke ich mal, punktemäßig wird sich das wahrscheinlich auf 200 und ein paar zerquetschte einpendeln. Soweit ich weiß, haben sie immer noch keine Kampftruppen-Sonderregel bekommen. Das heißt, ich kann also auch theoretisch sagen, ich spiele 2x5 als einzelne Trupps, habe dann natürlich keinen wirklich erkennbaren Sergeant, aber habe auf jeden Fall, wenn ich möchte, einen großen 10-Mann-Trupp und genauso ist es auch geplant. Denn ich möchte gerne mit denen dann über das Spielfeld springen, fliegen, vielleicht aus der Reserve herunter teleportieren
und ja, damit dann für möglichst viel Angst und Schrecken bei den loyalen Marines sorgen. Darüber hinaus habe ich hier ganz rechts im Bild, ich versuche da auch mal ein wenig heran zu zoomen, habe ich mir also für die normalen Trupps, also die Chaos Space Marines Trupps heißen jetzt also nur noch Legionäre. Und da hatte ich ja gewählt, jeweils einmal einen Sergeant mit der Bewaffnung, die auch nicht mehr zulässig ist, sondern der muss jetzt also auch ausgerüstet werden mit ja, irgendeiner anderen Bewaffnung. Aber erstmal als Bonus gab es hier dreimal die Raketenwerfer. Da habe ich ja immer mal mit Geliebäugel Spezialwaffe oder schwere Waffe und habe mich dann für eine schwere Waffe entschieden, denn ich dachte, die werden sowieso nur herumstehen, Marker halten und ja, eine Melter ist sicherlich auch nicht verkehrt, aber ich habe mir gedacht, komm, Raketenwerfer habe ich zuletzt immer sehr gut einsetzen können durch die beiden Optionen der Granaten, die man verschießen kann, dass ich das also für eine gute Wahl hielt. Ja, hier der Leviathan im Hintergrund, den ihr seht, ja, der ist bei Battlescribe auch so nicht mehr auszuwählen. Da springt Battlescribe von 235 auf 275 Punkte direkt. Man kann also nur noch diese dualen Waffenarme auswählen. Ich meine nicht, dass das so wäre, aber ja, man muss es so hinnehmen. Und hier links oben seht ihr die drei Aspiring Champions. Der, ja, jetzt der Legionär-Truppen, die hätte ich ja ausgerüstet, weil ich das einfach ziemlich cool fand mit den E-Klauen. Auch das ist heute nicht mehr so erlaubt. Die Option gibt es gar nicht mehr. Die haben also sozusagen den Zugriff auf die Rüstkammer verloren. Da habe ich jetzt schon überlegt, die werde ich dann einfach so spielen, dass ich das dann ein wenig proxen muss. Das bedeutet, entweder bekommen die halt gar keine Spezialwaffe, sprich nur eine Boltpistole, aber ich denke, um es ein wenig einigermaßen sinnvoll zu spielen, werde ich das dann so spielen, dass hier jeweils einer dann also eine E-Klaue, eine E-Faust trägt und halt dann eine Boltpistole. Ich mag es überhaupt gar nicht, ihr merkt, ich komme mir schon beim Wiedergeben meines Plans komme ich durcheinander. Ich bin überhaupt kein Fan vom Rumgeproxel, finde das in Spielen immer furchtbar ätzend und verliere da auch schnell den Spaß, wenn auf einmal der schwere Bolter jetzt der Flamer ist oder der Melter. Ja, ist überhaupt nicht meine Welt. Aber wie ihr seht, bin ich jetzt auch sozusagen da ein wenig zu gezwungen und das muss man natürlich anderen Leuten auch dann zugute halten, dass man aufgrund der Regeländerungen leider in diese unschöne Situation kommen kann. Ja, was will man machen? So ist es jetzt aktuell, summa summarum, hier, wenn Battlescribe einigermaßen korrekt ist, sind das jetzt schon 906 Punkte. Das wird mir also gerade hier angezeigt, da wird sicherlich einiges nicht stimmen. Ich habe das einfach im Gefühl, dass das nicht mehr so, nicht so richtig hinhauen kann. Dennoch wollte ich euch das mitteilen, somit wäre ich jetzt schon einen guten Tick über meinen 600 Punkten, die ich also gefordert, an mich selber gefordert habe sozusagen. Und ich werde versuchen, bis zum nächsten Monat auf jeden Fall die genauen Punkte zu ermitteln. Ich hoffe, Battlescribe ist dann aktuell. Gegebenenfalls werde ich es vielleicht wirklich nochmal händisch aufschreiben. Denn ich muss sagen, ich wüsste schon gerne, wie viele Punkte ich jetzt hier so bemalt habe. Abzusehen war, dass natürlich einiges ein wenig teurer werden würde. Ja, dennoch bin ich mit dem neuen Codex, ich habe ihn noch nicht gespielt, ich habe ihn bei YouTube natürlich in anderen Battle Reports schon gesehen und natürlich schon mal so ein wenig quer gelesen. Sehr interessante Dinge drin, einige Sachen vermisse ich schon schmerzlich für die Night Lords. Ich befürchte, dass die Night Lords eine sehr, sehr schwache Legion werden wird. Aber gut, das war ja auch gar nicht anders zu erwarten und darum soll es auch gar nicht gehen, sondern es soll ja eine sehr, sehr fluffige Armee werden, die möglichst viel Spaß beim Spielen macht, die nahkampflastig wird. Und optisch finde ich die Boys auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Ich hoffe, sie gefallen euch. Ich hoffe, sie sagen euch zu. Könnt ihr ja gerne mal einen Kommentar da lassen, wie ihr das mit den Büschelchen findet. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Macht die Boys so ein bisschen, ja, bricht das Ganze so ein bisschen auf, dass es so ein bisschen freundlicher wirkt, finde ich, so im Rahmen dessen, was also die Night Lords da zulassen. Und das war also mein Beitrag für den Monat August und ich wünsche euch dann noch ganz viel Spaß bei den folgenden Beiträgen. Hallo, ich bin Guardian of Amareo und nachdem ich letzten Monat in einem Warpsturm gefangen war, melde ich mich hier mit den nächsten 200 Punkten des Armeeprojektes Tau zurück. Vor euch seht ihr das Rückgrat meiner Tau-Armee. Das sind einmal 20 Fire Warrior und ein Cadre Fireblade, also zwei Standardeinheiten und eine HQ, die notwendig sind, um ein Patrol oder ein Battalion Detachment aufzubauen. Die Minis, die ihr vor euch seht, sowie 10 Breacher und 10 Pathfinder, hatte ich mir vorgenommen,
alle in einem Rutsch durchzubemalen. Ich hatte allerdings nicht erwartet, dass wirklich jeder kleinste Schritt so immens viel Zeit in Anspruch nimmt. Das hat dann auch dazu geführt, dass man keinen Fortschritt sehen konnte und ich ein wenig die Motivation verloren habe. Nachdem ich mich dafür entschieden hatte, die Minis in zwei Piles zu teilen, den ihr vor euch seht und die Pathfinder und Breacher, ging das Ganze dann auch sehr viel schneller voran und man konnte dann schon einen Fortschritt in den Minis sehen. Wie die Broadsides auch, habe ich die Minis zunächst mit Ulithun Grey grundiert. Die anderen Teile haben auch ihre jeweiligen Basecoats bekommen. Die ganze Mini wurde mit Weiß gedrybrushed, um ein wenig Zeit zu sparen. Ich wollte jetzt nicht den Stoff und die anderen Details extra layern. Alles hat einfach nur eine Drybrush bekommen, um das Ganze zu highlighten. Der aufwendigste Schritt war das Panel Lining, also das Hervorheben der ganzen Rüstungssegmente mit Agrix Earthshade. Aber als dieser Schritt dann fertig war, konnte man die Decals aufbringen, das Ganze ein wenig weathern und dann zum Abschluss die Haut, die Linsen und den Stoff bemalen. Die Base wurde mit Zenry Dust grundiert. Ich habe die Steine mit einem Grauton hervorgehoben. Dann gab es einen Wash mit Agrix Earthshade. Und anschließend wurde das dann noch mit Ushabti Bone und Pallid Witch Flesh gedrybrushed. Zum Abschluss des Projektes bekommen alle Bases nochmal ein wenig Liebe. Die bekommen dann ein wenig Vegetation da drauf. Das wird dann ungefähr so aussehen. Hier als Beispiel gibt es dann ein wenig Orangenflock, ein paar Grashalme und ein paar tote Büsche, also Islandmoos. Und das hier sind von so einem großen Pinsel die Borsten, die ich abgeschnitten habe und dann aufgeklebt habe. Und dieser orange Flock ist, glaube ich, Microtuft von Notch oder noch. Die Eisenbahner mögen mir verzeihen, den ich dann so stellenweise draufgeklebt habe. Jetzt, wo ich die Minis so vor mir sehe, bin ich ganz glücklich, wie die geworden sind. Und es hat sich wirklich gelohnt, die Zeit da reinzustecken. Schauen wir uns mal ein paar Minis genauer an. Ich habe unter anderem bei allen die Waffenmündungen und Linsen bemalt in so einem Gemstone-Effekt. Der Sergeant hat mal wieder ein Sci-Fi-Telefon bekommen oder ein Auspex. Es wurden auch die roten Details hervorgehoben, damit man während des Spiels die Sergeants besser erkennen kann. Der Cadre Fireblade hat auch, was mir sehr gefällt, einen roten Umhang bekommen. In echt sieht er vielleicht ein wenig glatter aus als auf dem Video, aber ich bin trotzdem ganz froh, wie das so geworden ist. Jetzt, wo dieser Batch fertig ist, bin ich wirklich glücklich, dass ich mich durchringen konnte, diese ganzen Minis zu bemalen. Neben dem zweiten Batch bin ich aktuell auch noch dran, die drei Crisis-Anzüge und den Flymander zu bemalen und hoffe, dass ich so viel wie möglich, aber zumindest 200 Punkte euch im nächsten Monat vorstellen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Hallo und willkommen zu meinem kleinen Hobby-Update. Das hier ist jetzt erstmal nur quasi die Katastrophenmeldung. Wir hatten es die letzten Tage extrem warm und ich war auch ansonsten relativ stark eingebunden, dass ich nicht so zum Hobby gekommen bin, wie ich wollte. Und es ist passiert, was passieren musste. Meine Ölwash ist trocken geworden, dass ich sie nicht mehr wieder runterholen konnte. Beziehungsweise nur mit sehr viel mechanischer Arbeit. Und da nimmt man dann die Grundfarbenschichten auch wieder mit runter. Wir sehen hier also jetzt einige sehr schöne Grim Dark Necrons, wo gerade hier auf den Schultern der braune Worsch oder braun-schwarze Worsch sehr dominant liegen geblieben ist und nicht mehr wegzukriegen ist. Ich werde die Modelle jetzt die nächsten Tage quasi einfach nochmal neu übersprühen. Tatsächlich im Kameralicht sieht es nicht so schlimm aus wie in echt.
auch mal ein interessanter Effekt. Allerdings, wenn man sie in real vor sich sieht, sind die quasi fast nur braun. Und dass ich jetzt hier so eine starke Beleuchtung habe für das Video, sorgt dafür, dass man noch deutlich mehr von dem Metall glänzen sieht, was man bei normalem Licht auf dem Spieltisch fast nicht mehr hätte. So, also quasi einige Tage Arbeit für die Katz. Ich muss mich jetzt ranhalten, dass ich es überhaupt noch schaffe fürs Hobby-Update diesen Monat. Und ja, wir werden sehen, wie erfolgreich ich damit bin. Das zu dem kleinen Zwischenupdate und ich halte euch auf dem Laufenden. So, kommen wir nun also zum wirklichen Hobby-Update. Ich habe es dann am Stichtag auf den letzten Drücker geschafft, alles fertig zu bekommen und bin mit dem Ergebnis alles in allem dann doch noch zufrieden. Schauen wir uns nochmal kurz an, von wo wir gekommen sind mit diesen Modellen. Wir hatten ja die Necron-Krieger von dem eBay-Fund. Holen wir den Fokus mal ein bisschen ran. Die wirklich sehr, sehr stark, hier sieht man es jetzt sehr schön, grundiert waren, die ich versucht habe ein bisschen zu entfärben, was nicht ging. Und wo ich dann gesagt habe, komm, für ein paar neue Farbexperimente reichen die Modelle alle Male, die gehen nachher in der Masse unter. Also probieren wir es aus. Von dem Schritt sind wir dann in die Katastrophe mit der Ölwash gekommen, die ihr gerade am Anfang des Videos gesehen habt. Und da ist jetzt dann die dritte Farbschicht drüber und wir haben das, was ihr hier seht. Was habe ich also alles experimentiert? Zuallererst mal habe ich die Necron-Waffeneffekte mit reingeholt, mit angebracht. Hab quasi versucht, den Glow-Effekt von Seiten der abgefeuerten Waffe zu verstärken. Das hat, wie ich finde, relativ gut geklappt. Die Modelle werden dadurch natürlich nochmal mehr grün. Hier im Seitenprofil sieht man es am besten. Aber das tut dem Ganzen keinen ab. Jetzt mal sehen, wie lange das hält. Ich habe ein flexibles Resin hier genommen, also es ist beweglich. Aber es ist schon sehr exponiert. Ich befürchte, wenn ich da nicht extrem aufpasse, werden mir die ein oder anderen Mündungsblitze dann auch im Laufe der Gefechte abbrechen. Ja, was habe ich noch probiert? Das kann man jetzt hier... Na, kriege ich es ins Bild? Ja, so etwa. Ich habe nochmal experimentiert mit den Bases. Habe inzwischen einen ganz guten... Hang dafür, wie ich das mit dem Marmoreffekt hinbekomme. Der ist jetzt hier etwas schwächer ausgeprägt. Na komm, Fokus, lass mich nicht im Stich. Und hab mal experimentiert, dass die Glyphen nicht selber vorher nochmal ausgemalt werden und dann mit dem Tesseract Glow zum Glühen gebracht werden, wie ich das bei den vorigen Modellen gemacht habe. Wie zum Beispiel hier bei den alten Skarabäen. Und wie kriege ich es jetzt vom Licht her am besten gezeigt? Ich glaube so rum, ja. Also da seht ihr, der ist erst weiß ausgemalt und dann mit Tesseract Glow hinterhergearbeitet und dafür die Maserung von dem Necron-Marmor sehr viel dunkler. Und hier habe ich jetzt probiert, durch ein generell etwas helleres Sprühbild die ganze Base quasi mehr ans Leuchten zu bringen, was ja dieses Grün von der Unterseite mehr betonen sollte. Also generell, ja, bei dem ganzen Gedreh lässt der Fokus mich im Stich, entschuldigt. So. Generell sind die ganzen Modelle ja bei mir von der Unterseite extrem grün. Und wenn man sie jetzt von oben, von hinten sieht, sehen sie fast aus wie ganz normale Necron-Krieger. Also wie man sie aus dem Katalog kennt, mehr oder weniger. Finde ich ganz witzig. Hier und da sieht man es eben auch dann von vorne, dass der ganze Oberkörper leicht grün schimmert und so. Und das war der Effekt, den ich erreichen wollte. Es wird besser. Sagen wir es so. Also ich bin noch nicht ganz da, wo ich hin will, aber es wird besser, ohne dass die Modelle im Grün ertrinken. Dazu kommt dann wieder, dass ich bei einigen anderen Modellen die weniger von dem Wüstenmaterial mit auf der Base haben, beziehungsweise gar keins, mit den kleinen Skarabäen gearbeitet habe. Gefällt mir auch ganz gut.
Allerdings glaube ich, dass dieser rote Kontrast vom Boden her so viel ausmacht, dass ich in Zukunft versuche, alle Bases auch mit ein bisschen was von diesem Wüstenmaterial zu versorgen. Was ich darüber hinaus gemacht habe, ist einfach, ich habe diesmal nicht mit Seidenmatt-Schutz gelackt, sondern mit einem Hochglanzmaterial für die Airbrush und finde den Effekt bei den Modellen fantastisch. Also dieser Glanz sieht viel besser aus als mit dem Seidenmatt. Hier mal direkter Vergleich. Kriegen wir beide in Fokus. Und ich finde, bei dem jetzt linken Modell wirken die Metallfarben viel echter. Also, ja gut, klar, ist halt Glanzlack, ne? Aber das Metallic wirkt viel mehr. Die Base mit diesem Marmoreffekt wirkt deutlich besser. Was mir allerdings im Vergleich wenig gefällt, ist eben die Wüste mit den Pigmenten. Die habe ich jetzt nachträglich aufgetragen, aber wenn ich die jetzt mal vergleiche rechts und links, sieht das jetzt im Kamerabild, wie ich das sehe, gar nicht so großartig unterschiedlich aus. In echt wirkt es aber doch drastisch unterschiedlich. Also da muss ich mir noch was überlegen. Ich werde auf jeden Fall bei dem Gloss-Varnish bleiben für die Modelle selber und wahrscheinlich auch für den Marmor. Muss mir aber noch was für die Pigmente überlegen. Wenn ihr da eine Idee habt, gerne raus damit. So, stellen wir die mal zurück. Ja, ansonsten hatte ich noch einen kleinen, ja, nicht Rückschlag, aber ich habe noch mal ein bisschen rumexperimentiert mit dem transluzierenden Gelb. Und das werde ich in Zukunft lassen. Also es bringt mir sehr viel mehr, einfach in mehreren dünnen Schichten mit dem Tesseract Glow zu arbeiten, also dem transluzierenden Grün, als da noch mit irgendeinem Gelb reinzuarbeiten, weil das braucht so viele Schichten, bis es mal deckt, dass ich also gefühlt viel mehr von dem Bereich, den ich gar nicht betreffen will, damit ansprühe und der eigentliche Glow-Effekt, den ich erzielen will, nicht funktioniert. Hier ist zum Beispiel ein Modell, bei dem ich mit dem Gelb noch ein bisschen experimentiert habe, bei dem Scarabeus. Also man sieht, das Auge ist nochmal gelb gesprüht von dem Scarabeus. Und nur für den Effekt, den ganzen Aufwand machen, nochmal nach dem Grün sprühen, eine extra Farbe, nochmal dünn drauf sprühen, macht den Kohl jetzt nicht fett, ehrlich gesagt. Also, in meinen Augen zumindest. Und mir muss es ja gefallen. Aber wenn ihr da noch eine Idee habt, wie man diesen Glow-Effekt nochmal verstärken könnte oder mehrschichtiger machen könnte, gerne raus damit. Ich meine, man ist ja offen für Experimente. An sich habe ich es hier jetzt generell ein klein bisschen übertrieben mit dem Glow-Effekt. Also ein paar von den Modellen sind mir doch ein bisschen sehr grün geworden. Aber, naja, das ist ein Eindruck, der ist ein bisschen mehr Energie geladen. Der will es dem Gegner besonders zeigen. Ja, was habt ihr hier überhaupt zu sehen jetzt? Also das sind 11 Krieger mit dem Gauss Annihilator. Sollen insgesamt mal 20 werden, 2x10 mit jeweils einer Ghost Arc. Auf die ganz lange Sicht, jetzt für das Projekt, wird es wahrscheinlich nur ein 10er-Trupp. Habe ich ein Modell mehr bemalt, weil ich gerade noch einen Steckplatz in meiner Malhalterhilfe fertig hatte. Und eine Ghost Arc kommt noch dazu irgendwann. Dazu ein Royal Warden. Ich mag das Modell. Ob ich ihn wirklich spielen werde, mal gucken, weil jetzt gerade mit den Regeländerungen braucht man ihn nicht mehr wirklich. Also wenn ich das Zurückfallen und Kämpfen brauche, dann kann ich es mir jetzt auch über das Protokoll holen. Warum sollte ich also den Royal Warden mitnehmen? Aber ich mag das Modell. Ich habe davon durch die ganzen eBay-Käufe und so viele. Vielleicht baue ich auch einfach 5 Stück als einen Immortals-Trupp auf. Ja, und dann haben wir noch wieder 3 Scarabäen dabei. Jetzt fehlen mir nur noch 6 kleine Bases, dass ich das Maximum an Scarabäen, was man spielen kann, fertig habe.
Ich mache jetzt nochmal einen kleinen Überflug in der Nahansicht. Gerne immer wieder Verbesserungsanregungen oder Ideen, die ihr noch habt, rein in die Kommentare, würde mich freuen. Und gerade was jetzt das Varnischen angeht, für die Pigmente, also den Wüstenanteil, dass man hier so einen klaren Schnitt hat zwischen dem Glanz von dem Metall und dem Marmor und eben diesem stumpfen Wüstenboden, gerne alles reinschreiben. So, dann gehen wir doch nochmal ein bisschen ran. Und dann bis zur nächsten Woche. Ja, hallo Freunde, imperiale Grüße. Ja, wie jetzt schon fast zur Gewohnheit geworden, stelle ich euch auch am Ende des Beitrags für diesen Monat meinen Fortschritt vor, wie weit ich bei den World Eaters gekommen bin. Beziehungsweise dieses Mal fällt es ein bisschen Mauer aus. Ich habe und sage und schreibe nur 2 Miniaturen geschafft. Denn wie viele, die bei dem Projekt mitmachen, hatten wir doch in diesem Monat extreme Zeitnot. Aus verschiedenen Gründen natürlich. Aber nichtsdestotrotz ist es doch fast allen wieder gelungen, ihren Beitrag, quasi ihren Senf dazuzugeben. Ganz hervorragend. Nochmal vielen lieben Dank an alle, die sich diese Strapazen auf sich genommen haben und ein bisschen bei diesem Projekt mitmachen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das sehr, sehr knapp wird manchmal. Erst recht, wenn man Verpflichtungen hat aus verschiedenen Gründen. Ja, deswegen nochmal großes Lob an alle, die es noch rechtzeitig geschafft haben. Und auf jeden Fall, eure Beiträge sehen wieder fantastisch aus. Jetzt muss ich versuchen, ebenfalls irgendwie im Hintergrund da zu glänzen. Es fällt mir immer schwerer, denn ihr legt da ein echtes, richtig steiles, geiles Tempo vor. Ja, in diesem Monat, wie gesagt, sind nur 2 Modelle fertig geworden, leider. Aber dafür relativ, die größten, die ich bisher gemalt habe. Ich hatte ja schon im letzten Monat erzählt, dass ich gerne für die Kornberserker als Unterstützung einen Rhino hätte, beziehungsweise mehrere Rhinos. Es würde darauf hinauslaufen, dass mehr Kornberserker angesagt sind. Ja, ich habe in meinen Fundus nochmal gewühlt und tatsächlich ein altes Rhino von der Death Guard gefunden. Was ihr jetzt seht, ist quasi ein altes Death Guard Rhino. Das war so halb bemalt, ich sag mal grundiert war es, Death Guard grün. Ja, ein bisschen hier, ein bisschen da, aber das lag immer völlig lieblos und missachtet in der Box. Habe ich rausgekramt, habe mich voll gefreut, dass ich das gefunden habe und versucht dementsprechend mit dem Rot, was ich benutzt habe. Ich habe ja hauptsächlich für das Rot, für die Kornberserker oder auch für Khan, habe ich ja dieses Slaughter Red benutzt. Und damit habe ich dann einfach mal versucht, das Grün von dem Death Guard oder Death Guard Green zu übermalen. Ehrlich gesagt bin ich nicht hundertprozentig damit zufrieden, denn so gut die Farbe auf Miniaturen oder auf kleinen Miniaturen sich verläuft und deckt und ihren Dienst tut, finde ich auf dem großen Modell leider nicht so passend. Es sieht sehr verschwommen aus, sehr wischiwaschi. Ich habe mir dann irgendwann eingeredet, mein Gott, das ist halt so, ne? Das ist Battle Damage, Kriegsschäden und kein Rhino im 40. Jahrtausend sieht noch neu aus, nachdem es hundertelang wahrscheinlich auf irgendwelchen Ebenen und Wälder und Schlachtfelder seinen Dienst für früher das Imperium und jetzt natürlich für die dunklen Götter geleistet hat. Deswegen darf es ruhig ein bisschen ranziger aussehen. Finde ich nicht so tragisch. Cool finde ich aber, dass die ganzen Spitzen da oben, die ganzen Trophäen, sage ich mal, die der Fahrer des Rhinos gesammelt hat, aufgespießt hat. Gab es ja früher, ich weiß gar nicht, gibt es noch Chaos Land Raider Boxen. Da waren ja auch die Stacheln da dran. Und das finde ich richtig sexy. Das passt wunderbar zu den Chaoten. Erst recht zu den Kornberserkern.
Und da ja auch noch Forge World Türen vorne links und rechts dran sind und das so ein bisschen ikonischer aussieht, dachte ich mir einfach, ich nutze dieses Rhino dazu und das wird Khan sein persönliches Transportgerät. Also ob der immer damit rumfährt, weiß ich noch nicht, aber er wird auf jeden Fall hier und da vielleicht persönlich damit in die Schlacht fahren. Ob alleine oder vielleicht noch ein paar Kornberserker dabei, muss man sehen, denn Khan ist immer noch der Verräter und der haut da gerne mal in die eigenen Reihen rein. Ja, das wird sich immer dementsprechend die Mission zeigen. Also es wird sich in der Mission zeigen, ob ich dann den da reinpacke oder nicht. Aber für mich, für meinen Fluff, für mein Verständnis, für mein Gefühl soll das erstmal Khan sein persönliches Rhino sein, damit der halt noch schneller zur Frontlinie und an den Mann gebracht wird. Wie gesagt, das Rot, da bin ich nicht ganz zufrieden. Ich versuche mir noch ein paar Rhinos zu besorgen. Und da hat der liebe Grimm sich schon bereit erklärt, die Farbe mal mit der Airbrush drauf zu ballern. Bin mal gespannt, wie sich das ausgehen wird. Ich hoffe, was besser, was feiner, was ordentlicher als mit dem Pinsel. Ich habe dann halt versucht, noch ein bisschen was zu retten. Ich habe dann noch ein bisschen mit Evil Suns Scarlet habe ich dann auch ein bisschen hier und da versucht, was abzuwischen. Ein bisschen gehighlightet mit Bleachbone. Ja, ein ganz wenig Schlamm und Modder an die Reifen und an die Ecken und Kanten gemacht. Ja, mehr gibt es zum Rhino gar nicht zu sagen. Ich bin auf den ersten Einsatz gespannt und ich denke, da kommen noch ein paar mehr. Denn ich habe ja ganz viele Infanteristen, die Kornberserker, die sollen alle im Rhino fahren. Und für das erste Rhino soll es das erstmal, ja, ich sag mal, gewesen sein. Ja, und als kleines Highlight, zumindest eins meiner persönlichen Highlights in der Armee, von den Modellen her zumindest, ist dieses Modell. Ja, ist so eine Art Proxy-Angron-Modell. Jetzt war es ja so, wir haben das Projekt ja einfach so gestartet, auf gut Glück. Keiner wusste, was auf uns zukommt. Und ich wusste ja nicht, ob die ihren Primarchen wiederbekommen, die World Eaters. Jetzt ist es ja so, dass mittlerweile ein neues Angron-Modell geteasert wurde. Angron als Dämonen-Primarch. Ich habe die Bilder schon gesehen, finde ich phänomenal und steht natürlich außer Frage, dass ich mir dieses Modell zulege. Das ist ein Must-Have, muss ich auf jeden Fall haben, koste es, was es wolle. Ja, da hat mich GW natürlich wieder völlig in den Händen. Aber zum Zeitpunkt der Armee, wo wir uns Gedanken gemacht haben, was wir spielen, glaube ich, ziemlich zeitnah und relativ schnell an dieses Modell. Ich hatte einen Glückstreffer gesehen, direkt zugeschlagen, weil ich dachte, wow, der sieht aus wie der Angron aus der Horus Heresy. Und im Hinterkopf, falls die einen neuen oder falls Angron ein neues Modell bekommt, würde ich diesen eben als Dämonenprinzen spielen. Ja, jetzt ist es halt so, wie es ist. Jetzt habe ich eventuell in naher Zukunft das neue Dämonen-Primarchen-Modell von Angron. Damit wird der hier hinfällig. Im schlimmsten Fall steht der halt nur in der Vitrine rum und freut sich des Lebens. Ich finde aber das Modell total spitze. Bin auch relativ überrascht von mir, dass ich den ziemlich gut bemalt habe, wie ich finde. Auf der Base halt der zerschlagene Ork. Ich habe ja aus allen möglichen Bits-Schubladen habe ich was rausgeholt. Viele verschiedene Modelle liegen halt auf den Basen für die World Eaters, weil die haben halt mit allem Beef. Da bleibt nichts verschont, egal ob das Orks sind, ob das Necrons sind oder Space Marines. Weiß der Teufel, irgendwas klebt halt immer auf irgendeiner Base, um zu untermauern, dass die gar keine Gefangene machen. Komme, was da wolle. Und ich bin mal gespannt, ob in dem separaten World Eaters Codex auch noch einen normalen Dämonenprinz zu spielen gibt. Wenn ja, wird das dieses Modell sein für mich. Denn wie eben schon gesagt, wäre es zu schade, um einfach nur rumzustellen, zu stehen. Aber zur Not steht er halt nur rum. Und ich werde mich da halt immer dran erfreuen. Ich habe den auch ganz klassisch bemalt, tatsächlich mit einem alten Shining Gold. Das war die Hauptfarbe. Für die Haut benutze ich sehr gerne, weil die eigentlich ziemlich gut ist. Die Kontrastfarbe Gulliman Flash ist eine fantastische Farbe für Haut, wie ich finde. Völlig einfach. Man hat da gar keine Probleme mit. Nicht so wie früher. Ich hatte ganz, ganz oft meine Probleme mit Haut zu malen, aber die einmal drüber gepinselt und mir reicht es absolut so, wie es ist.
Ja, dann hat er seine beiden Äxte. Ich hoffe, die kann man dann auch so spielen, wenn ein separater Dämonenprinz zu spielen ist. Und ja, ach, was ich auch noch benutzt habe, ist eine verrückte Wash-Farbe. Ich glaube, das ist auch eine ganz alte Farbe. Ob es da gibt, weiß ich nicht. Ich habe das ganze Modell, weil es noch ein bisschen zu shiny war, ein bisschen zu goldig, habe ich es gewasht mit Warlock Purple, meine ich, heißt die Farbe. Ist eine uralte, nicht so alt, aber relativ alte Wash-Farbe. Nicht Warlock Purple, Leviathan Purple. Jetzt habe ich es. Leviathan Purple. Ich finde, das gibt dem Ganzen also ein bisschen was Mystisches, ja, oder Mystisches, was Dämonisches, genau. Es sollte was Dämonisches bei rumkommen, so ein bisschen ist mir das gelungen. Ja, denn einfach nur eine goldene Rüstung ist, glaube ich, für einen Angron, ja, das ist zu shiny, ne? Der ist ja halt auch immer im Nahkampf an vorderster Front. Ich habe auch versucht, wieder mit ein bisschen Blood Red, nicht Blood Red, Blood for the Blood God, ein bisschen Effektblut drauf zu zaubern. Was mir leider nicht gelungen ist, ich bin halt so unfähig dafür, Blutfäden zu machen. Ich habe das versucht mit dem Kleber mit ein bisschen schwarzer Farbe und der Blood for the Blood God Farbe Blutfäden hinzukriegen. Ich arbeite noch daran. Wenn es irgendwann funktioniert, werde ich das sicherlich nacharbeiten. Aber alle Versuche, die ich gemacht habe, sind im Sande verlaufen, hat nichts genützt. Ich hätte gerne noch an den Äxten und zwischen den Äxten ein bisschen Blutfäden gezogen. Hat leider nicht funktioniert. Vielleicht kommt da noch was. Vielleicht hat auch einer noch mal einen besseren Master-Tipp, weil mit dem Kleber, den ich benutzt habe, ich habe mir einfach so ein Uhu-Alles-Kleber gekauft, hat irgendwie nicht funktioniert. Vielleicht hat einer einen Tipp, womit man den Kleber besser in Faden oder in Fäden ziehen kann. Wäre ich sehr dankbar. Ja, das ist quasi das Ergebnis von diesem Monat für die World Eaters. Habe auch leider nur zwei Modelle geschafft. Aber gut, zwei sind immerhin besser als kein Modell. Es wird langsam knapp, glaube ich auch. Ich habe jetzt noch gar nicht zusammengezählt. Vielleicht werde ich mal nächsten Monat alles, was ich schon fertig habe, auf den Tisch stellen. Ich denke, ich bin auf einem sehr guten Weg mit den 1500 Punkten. Meiner Meinung nach werde ich das, oder hoffe ich, das Ziel zu überbieten, dass ich am Ende des Jahres ja auch was zum Variieren habe. Alles, was über 1500 Punkte ist, kann ja nicht schlecht sein. Soll auch nicht schaden, denn wenn der Codex jetzt bald rauskommt und man kann aus dem Fundus verschiedener Modelle zugreifen, gibt der ja auch immer einen spielerischen Unterschied, nicht wahr? Ja, Freunde, ich hoffe, dieser kleine Einblick reicht euch erstmal. Waren ja wieder viele schöne Sachen dabei, ganz hervorragend. Und jetzt heißt es natürlich nicht den Pinsel in den Sand stecken, denn ja, der neue Monat steht vor der Tür oder ist mittlerweile schon angebrochen, wenn ihr das Video hier seht. Ja, denn es gilt keine Müdigkeit vorzutäuschen, nicht wahr? Und ich habe auch noch eine Menge zu pinseln. Ich freue mich auf die Sachen, wenn das klappt. Nächsten Monat kann ich euch geile Sachen wieder zeigen. Ja, muss sportlich durchgezogen werden. Und ja, ich hoffe, dieser kleine Einblick von dem Update hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, bleibt uns treu. Wenn ihr möchtet, sehen wir und hören wir uns beim nächsten Battle Report wieder oder hier beim Hobby Update, wie auch immer. Wir geben alles, damit ihr euch ein bisschen unterhalten fühlt. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen heiter weiter!